Das ist ein Pikachu-Spieler, okay. Ja, Levi, unser aggressiver Lukas-Spieler aus der Umgebung. Chuchu relativ neu, ist dann das zweite Mal da und super gut. Boah, das ist schön ausgeglichen hier in Pools. Jeder hat schön zwei Begegnungen schon geschafft. Boilo hat gegen das Funk verloren. Skorpion 2-1 verloren. Das ist ganz interessant. Okay, also in Pool 2 wird es auf jeden Fall spannend bei Fuegoelo gegen Bel Campo. Das wird das Ganze so ein bisschen entscheiden. Oh, okay. Also wir sehen hier, da sind schon Pikachu-Kombos auch am Start. Oh, aggressiv, ja. Und auch nicht Estate. Das ist auch eine gute Voraussetzung. Man hat das ja manchmal bei Pikachu-Spielern, dass die dann doch... Also Pikachu ist halt einfach ein Charakter, der sehr, sehr ballsy spielt, ziemlich weit offstage geht, weil er sich erlauben kann, aber dann im Endeffekt erst geht so. Und ja, das sah gerade nach einem guten Pikachu aus. Also da waren Kombos und da waren keine SDs. Was braucht man mehr? Auf jeden Fall consistent hier, also Pikachu ist ein Charakter, den muss man consistent spielen, sonst bringt's nichts. Mal schauen. Auch ein Charakter, den man am besten solo maint. Sehr viel Tiefe der Charakter. Ja, 78% auf Levi, also er hatte schon die richtige Idee mit dem Gimpen, aber es ist tatsächlich, also es ist nicht leicht, Lukas zu gimpen. Nicht so leicht, wie man denkt. Er kann schon sehr weit kommen, hat auch mehr als eine Art Möglichkeit zu recoveren und man kann ihn auch nicht so gut pressern mit Thunderbolts, einfach wegen der Down-B, aber hat jetzt tatsächlich den Kill bekommen, 82%. Oh, Kombo-Starter. Ah, schade. 16%. Oh, ja. Das PK Freeze. Brutal, wenn man davon getroffen wird. Oh. Okay. Oh, wir haben einen Spike gesehen hier gerade von Chuchut, der es hier auf jeden Fall knapp werden lässt hier im ersten Game. Wenn er jetzt vielleicht auch noch einen Anfang kriegt, er braucht jetzt halt irgendwie den Kombo-Starter. Oh, oh, das wird schwierig. Ja, gut recovered. Oh, aber das wird langsam. Ja, da kommt der Knüppel. Nicht mal ein Baseballschläger, einfach mit dem Stock geschlagen. Ja, in Pool 4 hatten wir eben gerade die Begegnung Justin gegen Skelly gesehen. Was vielleicht auch noch ganz interessant in dieser Begegnung war, ist, dass Justin gegen Niceface gewonnen hat, 1-2. Und ansonsten, ja, ist noch nicht so viel passiert. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was es heute so für Upsets geben wird. Ich würde mich gleich nach dem Set auch erst einmal umgucken und schauen, wie alles läuft. Nicht, dass da irgendjemand rumsteht und keinen Plan hat, was er machen soll. Das kann ja immer mal passieren. Gut, also Game Nummer 2. Levi gegen Chuchu. Hier im Pools. Und Levi bekommt im Moment halt wirklich genau das, was er möchte, ne? Also, aber man muss Chuchu zugutehalten, keine SDs bisher. Auch wenn Levi ihn konstant an der Edge halten kann und es so schwer wie möglich macht, für ihn zu recovern. Pikachu ist ein Charakter, der kann sehr gut recovern, aber oh, das ist der Spike und das ist die Führung. Okay, das ist nochmal jetzt, bin ich mal gespannt. Wenn er den Stock halten kann und vielleicht einen Kombo-Starter. Okay. So, selbst wenn man den nicht bekommt, also die Combo, kann man natürlich auch einfach ein bisschen warten. Also patient auf dem Air-Dodge warten, das hilft manchmal auch. Okay, das ist der Stock jetzt hier gerade, den Chuchu verliert.
gut. Ja. Jetzt langsam kommt Levi wieder. Hat so ein bisschen Vorteil. Chuchut versucht zu gimpen. Also, ja, scheint nicht so ganz zu funktionieren gerade. Es ist halt auch schwierig, Levi zu gimpen. Also. Oh ja, da ist der DSD. Diesmal, da könnte er tatsächlich noch ankommen können. Gut. Ja, schauen wir doch mal, was noch so passiert. Jetzt wieder ungefähr ein ganzes Stock. Die Chance ist immer noch da. Aber es muss schon ein Spike passieren. Ja, ich glaube, da kommt Chuchut nicht drum rum, dass er hier weiter an der Edge rumplayt. Darauf hofft, dass Levi zu greedy wird und dann irgendwie Spike bekommt, fast mit dem Backflow hier gerade schon geklärt. Ja, weil Levi einfach zu dominant neutral gewinnt und er halt auch einfach mehr reinhaut, ne? Also mit dem Eindruck, dass wenn die Kombos nicht lang genug sind, dann kann Pikachu da wenig machen. Oh, böse in den F-Smash reingelaufen. Und damit hier das 2:0 für Levi gegen Chuchut.